Das wollen wir vermutlich alle wissen. Wie kann man es schaffen, auf YouTube mit seinen Videos in der Suche auf Nummer 1 zu ranken? Und zwar konstant. Worauf sollte man da achten? Die Antwort soll ein Studio von Backlinko geben. Die haben 1,3 Millionen Videos analysiert, um wirklich rauszufinden, worauf es ankommt, wenn man für die Suche optimieren möchte. Doch was wirklich in der Studie dran ist und worauf es hier ankommt, das möchte ich dir in diesem Video erklären. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und es gibt eben diese Studie von Backlinko. Die haben 1,3 Millionen Videos genommen, die analysiert, geguckt, welcher Platz auf der Suche vom Ranking her, was sind da für Faktoren und wie kann man darauf schließen irgendwie, ja, was wichtig ist, um in der Suche zu ranken. Und diese Studie war mir schon immer ein Dorn im Auge, weil die statistisch einfach nicht sinnvoll ist. Jetzt habe ich unter einem meiner letzten Videos, wo es darum ging, ob Kommentare etwas fürs Ranking bringen, einen Kommentar bekommen. Und der hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mal was zu dieser Studie machen und da ein bisschen aufklären. Der Kommentar ließ sich so: Meine Vermutung an dieser Stelle ist, wäre, dass ein Kommentar an sich nicht viel bringt. Ich denke trotzdem, dass Interaktion auf YouTube wichtig ist, aber eben nur im Zusammenspiel mit Likes, neuen Abonnenten etc. Sehr interessantes Experiment, aber insgesamt dann doch eher wenig aussagekräftig. Da höre ich lieber auf Backlinko, die 1,3 Millionen Videos analysiert haben. Und tatsächlich ist das passende Video zu dieser Analyse auch eines der meist aufgerufenen Videos, wenn es um YouTube SEO geht. Und das ist auf Englisch, die meisten Leute werden dieses Video hier nicht verstehen, aber zumindest, wenn ich dir zeigen kann, worum es hier eigentlich geht und was die Fehler von der Analyse sind, was wir wirklich daraus lernen können, dann habe ich dir, glaube ich, schon sehr weitergeholfen. Denn es schwirren so viele Falschaussagen zum YouTube-Algorithmus rum. Und es hilft nicht, wenn man so eine Studie hat, die dann am Ende des Tages doch Ergebnisse verbreitet, die man einfach so nicht unterschreiben kann. Und es gibt ein paar Fehler in dieser Studie, die möchte ich jetzt wirklich einfach mal objektiv quasi aufdröseln und was es damit wirklich zu tun hat. Der erste Fehler, der gemacht wird, ist das typische Thema bei Statistik: Kausalität und Korrelation. Das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert. Ich werde dir aber erklären, was das ist. Die haben es grundsätzlich erstmal versucht, richtig zu machen und haben ihre Ergebnisse als Korrelation dargestellt, was völlig korrekt ist. Sie schreiben zum Beispiel: Video Comments have a very strong correlation with Rankings. Also die Anzahl an Kommentaren hat eine große Korrelation mit den Rankings. Was im Endeffekt bedeutet, ein Video, was hoch rankt, hat auch viele Kommentare tendenziell. Da ist eine Korrelation, die entwickeln sich sehr ähnlich. Und das ist tatsächlich auch das, was wir sehen können in der Analyse. Und die schließen daraus auch völlig korrekt im Endeffekt nur als Key Takeaway: Videos with lots of comments tend to rank best in YouTube. Völlig in Ordnung, kann man so schließen. Videos, die hoch ranken, haben tendenziell auch viele Kommentare. Richtig, das kommt aus der Studie heraus. Jetzt kommt aber der Fehler. Sie sagen jetzt nämlich Folgendes: Comments appear to be an influential ranking factor. Im Video sagt er dann sogar, dass man versuchen sollte, möglichst viele Kommentare zu bekommen, denn das hilft einem beim Ranking auf YouTube. Und hier ist der große Fehler. Im Endeffekt sagen die bei der Korrelation erstmal nur, Videos, die hoch ranken, haben tendenziell auch viele Kommentare. Völlig richtig. Jetzt sagt er aber, wenn du viele Kommentare unter deinem Video erzeugst, dann wirst du auch hoch ranken. Also eine Kausalität, das bedingt sich gegenseitig. Aber das zeigt die Studie nicht. Wir wissen nicht, ob sich das gegenseitig bedingt. Und das ist so ein bisschen schwierig, aber es wird noch schwieriger, wenn wir uns den zweiten Fehler mal angucken. Denn das sind die absoluten Werte, die sie benutzen. Wir haben uns ja das eben gesehen, die sagen, wenn man viele Kommentare hat, wird man auch hoch ranken. Aber sie haben sich einfach nur angeguckt, wie viele Kommentare hat das Video denn absolut. Und wenn wir uns mal angucken, wie viele Klicks hat das Video denn absolut, was am besten rankt, hat das auch am meisten Klicks. Also sie haben sich nicht angeguckt, wie viel Prozent der Leute, die sich das Video angucken, kommentieren denn. Sondern sie haben sich nur angeguckt, wie viele Kommentare hat denn das Video. Das heißt, es kann sein, dass es an der Anzahl an Klicks liegt, zum Beispiel, dass das Video so hoch rankt. Und Videos, die viele Klicks haben, haben automatisch natürlich auch mehr Kommentare als Videos, die weniger Klicks haben. Das ist ja irgendwo logisch. Das heißt, das ist auch in der Hinsicht einfach nicht aussagekräftig, weil wir einfach dieses Problem haben, dass wir diese absoluten Werte haben. Und hier bin ich mal hingegangen und wir haben uns interessiert dafür, okay, was heißt das denn relativ? Und haben wirklich mal alle Werte aus deren Graphen abgeschrieben und das so umgerechnet auf die Views. Und da möchte ich dir jetzt mal zeigen, was dabei rumgekommen ist. Also gucken wir uns mal den Graphen für die Kommentare an. Hier ist der Graph von Backlinko, wo die sagen, hey, guck mal, man hat hier sehr viele Kommentare auf dem ersten. Jetzt haben wir alle Kommentare mal als Prozentzahl
wie viel Prozent der Leute, die ein Video gucken, kommentieren denn auch gerechnet. Und jetzt ist das unser neuer Graph. Der ist der relative Graph. Im Endeffekt sehen wir, hier ist gar keine Korrelation. Bei fast allen, egal ob es Platz 1 oder Platz 20 ist, haben wir einen ähnlich hohen Prozentsatz von Leuten, die kommentieren. Das heißt, es kommentieren gar nicht mehr Leute. Wir haben einfach nur insgesamt mehr Leute, die das Video ansehen. Das heißt, hier sehen wir schon gar keine Korrelation da eigentlich. Das zweite sind die Shares, also wie häufig wurde das Video geteilt. Auch hier sagt Becklow & Co, guck mal hier der Graph, da haben wir viele Shares bei den Top-Plätzen. Also wenn dein Video viel geteilt wird, wirst du auch auf Platz 1 sein. Aber jetzt haben wir das auch mal wieder durchgerechnet, haben das geteilt und siehe da, tatsächlich ist auch hier keine Korrelation da. Auch hier ist das alles sehr ähnlich. Wir sehen Videos, die auf Platz 20 sind, werden tatsächlich durchschnittlich genauso viel geteilt wie die auf Platz 1. Auch das scheint nicht der Faktor zu sein, der hier wirklich relevant ist. Machen wir weiter mit den Likes. Auch die Likes wurden gesagt, hey, guck mal, hier haben wir absolut sehr, sehr viele Likes und bei den Platz 20 irgendwie nicht mehr. Auch das haben wir geteilt durch die Anzahl an Aufrufen und siehe da, es liken auch ungefähr gleich viele Leute, zumindest im Prozent im Vergleich zu dem, wie viele Aufrufe das Video einfach hat. Und zu guter Letzt die resultierenden Abonnenten, also wie viel Prozent der Leute, die sich das Video angucken, abonnieren dann auch den Kanal. Und das wirkt auch wieder erstmal nach einer sehr großen Korrelation, aber auch das bereinigen wir jetzt mal wieder und siehe da, auch das hat keine Korrelation. Denn auch das hat einen sehr flachen Graph, der nicht sagt, ob hier oder da mehr abonnieren. Es ist im Prozent, es ist immer sehr, sehr ähnlich. Das heißt, was können wir daraus schließen? Diese vier Faktoren sind nicht die Faktoren, die fürs Ranking wichtig sind, sondern die sind einfach nur hoch, weil topgerankte Videos natürlich mehr Klicks einfach haben und dadurch auch absolut mehr Kommentare haben werden. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem dritten Fehler, den die gemacht haben, beziehungsweise hier kann man ihnen nichts vorwerfen, weil das große Problem ist einfach, sie haben sich nur öffentliche Zahlen angeguckt, weil das konnten sie nur. Man kann nicht von 1,3 Millionen Videos interne Zahlen haben, weil auf die YouTube-Kanäle können die nicht zugreifen. Aber könnte es nicht sein, dass andere Faktoren fürs Ranking am wichtigsten ist? Was ist denn das, was ich immer sage, was fürs Ranking am besten ist und am wichtigsten? Die Zuschauerbindung und die Klickraten. Die können wir öffentlich nicht sehen, die kann man nur in den YouTube Analytics sehen. Das heißt, hier haben wir zwei Faktoren, die vermutlich am allerwichtigsten sind, aber die gar nicht erst analysieren konnten in ihrer Studie. Und da kann man ihnen nichts vorwerfen, das konnten sie nicht analysieren, aber es lässt schon einiges aus, wenn die das dann nicht als Faktoren anzählen, wenn die nicht sagen, hey, guck mal, hier gibt es wichtige Faktoren, die wir nicht beachtet haben, weil wir die nicht beachten konnten. Tatsächlich habe ich mal eine andere Studie gemacht quasi und auch das kann man nicht wirklich als Studie bezeichnen, aber ich habe mal alle meine YouTube-Videos, die Analytics exportiert und die auf Graphen gemappt, um zu sehen, ob da irgendwo eine Korrelation ist. Und das ist ein ganz spannendes Ergebnis. Das hat andere Ergebnisse als diese Studie, weil ich eben auch diese internen Daten mit einziehen konnte. Wenn dich das interessiert, dann klick doch mal dieses Video an. Jetzt sind aber natürlich nicht alle Sachen aus dieser Studie schlecht. Ich will Backlinker auch gar nicht schlecht machen. Ist an sich ein super Kanal, nur ist diese Studie einfach so verfälscht in aller möglichen Hinsicht, dass ich nicht möchte, dass du dich wirklich darauf stützt, sondern dass du es wirklich durchdenkst, was dahinter steht. Es gibt aber auch sehr viele Zahlen aus dieser Studie, die sehr spannend sind. Denn tatsächlich können wir, wenn wir mal selber uns die Mühe machen, gucken, ob da wirklich eine Korrelation besteht oder nicht, können wir herausfinden, dass da anscheinend gar keine Korrelation besteht bei Kommentaren, bei Likes, bei Shares und so weiter. Das heißt, wir wissen schon, okay, fürs Ranking brauchen wir uns darauf gar nicht so zu konzentrieren. Und es gibt auch andere Faktoren, die tatsächlich nicht absolut sind oder so, sondern wo wir doch ein bisschen mehr lernen können. Denn was sie sagen ist, längere Videos ranken tendenziell über kürzere Videos. Kann natürlich einfach sein, dass längere Videos tendenziell eine höhere Watchtime haben als kürzere, und wird es auch vermutlich liegen. Trotzdem ein spannender Faktor, dass man sich überlegen sollte, mit kurzen Videos habe ich vielleicht in manchen Kategorien nicht so eine hohe Chance zu ranken. Wie viele Abonnenten ein Kanal wirklich hat, hängt auch anscheinend nur bedingt damit zusammen, wie hoch das Video dann wirklich rankt. Und auch das ist natürlich eine spannende Zahl, die da zeigen. Und die zeigen es auch genau auf. Und das ist auch genau das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Man kann auch mit kleinen Kanälen weit über großen Kanälen ranken, wenn man das Video wirklich auf die Suche optimiert. Und hier sind wir auch schon wieder weiter bei der Optimierung. Denn häufig verwechseln Leute die allgemeine Optimierung mit der Keyword-Optimierung. Und hier haben sie sich auch mal angeguckt, wie hoch ist denn die Korrelation zwischen Videos, die wirklich ein Keyword im Titel haben, in der Beschreibung haben, in den Tags haben und dem Ranking. Für den Titel haben sie herausgefunden, da besteht eine leichte Korrelation. Das heißt, tendenziell ranken Videos mit dem Keyword im Titel doch schon ein bisschen höher, aber nicht extrem viel höher. Bei der Beschreibung haben sie herausgefunden, da sieht man keine Korrelation. Es scheint völlig unwichtig zu sein, ob das Keyword in der Beschreibung ist oder nicht. Und bei den Tags haben sie herausgefunden, dass auch hier eine leichte Korrelation ist. Also tendenziell schon ein bisschen korreliert, aber nicht so hundertprozentig. Was auch noch spannend ist, auf diesen ersten 20 Videos waren hauptsächlich HD-Videos und weniger SD-Videos. Ob das jetzt aber heißt, dass HD-Videos höher ranken,
ranken als SD-Videos, weiß man auch nicht, weil es kann auch einfach sein, dass es mehr HD als SD-Videos auf YouTube gibt. Das heißt, auch das würde ich irgendwie mit Vorsicht genießen, diese Statistik. Aber am Ende des Tages, klar, lad eine höhere Qualität auf YouTube hoch, wenn das möglich ist. Schaden tut dir das auf keine Fälle. Was ich einfach möchte, dass du aus diesem Video ein bisschen mitnimmst, ist egal, wo du unterwegs bist, ob du jetzt im Internet irgendwie recherchierst, was für YouTube-Ranking wichtig ist oder ob du irgendwelche Meinungen oder Fakten auf irgendeinem Social Media siehst, was auch immer, hinterfrag die Sachen. Nimm nicht alles einfach als Fakt hin, auch was ich dir in diesem Kanal erzähle, nimm nicht einfach alles als Fakt hin, sondern überlege wirklich, das, was der mir hier zeigt, die Begründung, die er mir sagt, ist die wirklich sinnvoll? Sind diese Statistiken, die der mir hier zeigt, sind die so richtig, sind die richtig ausgewertet? Und hinterfrag wirklich alles für dich. Sonst hast du genau dieses Problem. Du hast hier einen Blogartikel, der ist super spannend, der hat mit 1,3 Millionen Videos, wirkt der super statistisch. Aber am Ende des Tages sind viele der Schlüsse daraus doch nicht so statistisch. Und dann machst du irgendwelche Sachen, optimierst deine Videos und am Ende des Tages konzentrierst du dich auf die völlig falschen Sachen. Das heißt, ich kann dir nur noch mal dieses andere Video von mir ans Herz legen, wo ich erkläre, was für Faktoren ich herausgefunden habe aus meinen Analytics. Das ist wirklich, glaube ich, ganz spannend. Und dann habe ich den YouTube-Algorithmus noch mal dir erklärt, wie der 2019 wirklich genau funktioniert. Dieses Video kann ich dir auch nur ans Herz legen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.